Herzlich willkommen hier in der St. Petri Kirche in Augustusburg. Wir werden heute einen Ort besuchen, den man seltener aufsucht. Aber heute ist die Gelegenheit günstig, wunderschönes Wetter, kalt, aber schön. Und so wollen wir uns mal auf den Weg machen. Mal sehen, wo es uns hinführt. Glocken, das hat eigentlich gar nichts mit dem christlichen Glauben ursprünglich zu tun. Sie stammen aus China. Schon vor 4000 Jahren wusste man um ihre Bedeutung. Dort sind sie entstanden. Und dann hat es Jahrhunderte gedauert, bis sie nach Europa gekommen sind. In Notre Dame sind sie im 5. Jahrhundert das erste Mal erklungen. Und über die irisch-schottischen Mönche sind sie dann im 7. und 8. Jahrhundert nach Deutschland gekommen. Man hatte erst eine kleine Wanderglocke, um sie dann natürlich in den Glockenturm aufzuhängen. Und so sind sie fester Bestandteil christlichen Glaubens. Sie rufen zum Gebet, zur Einkehr, zur Stille. Sie wollen uns erinnern, dass wir innehalten, dass unser Leben ein Geschenk ist. Laut, unüberhörbar wollen sie uns mahnen, wollen sie uns aber einladen, zum Gottesdienst zu kommen, zum Gebet, zur Stille. Wir freuen uns, dass wir unsere Glocken auch hier in Augustusburg haben und dass wir sie täglich hören. Jetzt in dieser Zeit und zu den besonderen Festlichkeiten, Taufe, die Hochzeitsglocken, aber eben auch zur Beerdigung. Es gibt das Geläut, wenn die Glocken läuten, und was wir hier nicht haben, das ist dieser Schlag, der Viertelstunden- oder der Stundenschlag. Das gibt es in Augustusburg nicht. Aber wir freuen uns, dass wir dieses schöne Geläut haben, welches in den letzten Jahren durch die Antriebe erneuert wurde. Ich lade uns ein, noch einen kleinen Blick nach draußen zu tun. Vor uns liegt Augustusburg. Hintergrund Flöha und Erdmannsdorf.